Ich begrüße euch ganz herzlich hier im TSW 14, im Szenario so wie in den Filmen. Wir sind hier unterwegs auf der Vorarlbergbahn. Guten Tag, dieser besondere Zugdienst ist Teil des Filmfestivals in Bludenz. Während der Fahrt wird den Gästen an Bord ein besonderes 4D-Erlebnis geboten, bei dem sich Szenen aus dem Film auch vor ihren Fenstern abspielen. Genau, ne? Also wir sind heute hier in besonderem Auftrag unterwegs, praktisch so eine Art Sonderfahrt. Und damit auch das erste Mal hier im Talent 1 auf der Vorarlbergbahn. In dieser wunderschönen Beleuchtung hier. Einmal den Hauptschalter rein und auf aktiv gesetzt. Fahrtrichtungswender in Vorwärtsstellung. Den Führerbremsventilhebel rein und lösen. Lassen Sie den Fahrgästen Zeit, sich einzugewöhnen und sich mit dem 4D-Erlebnis vertraut zu machen. Schalten Sie die Lichter aus. Okay, genau. Haben wir? Ja. Erhöhen Sie die Leistung, mit Bewegung zu kommen. Machen wir sofort. Allerdings sind wir noch nicht ganz fertig hier mit dem Aufrüsten im Führerstand. Zunächst einmal ganz kurz in den Innenraum geguckt. Ja, also auf jeden Fall sehr voll hier. Ja, genau. Ja, ich bin gespannt, was unsere Fahrgäste hier erleben werden auf dieser Fahrt. Einmal die Sonnenblende runter. Dann schalten wir uns noch die PZB ein. Die können wir auch, glaube ich, hier vorne einschalten. Zugspitzensignale sind schon gewählt. Wir sind im ÖBB-Betrieb. PZB können wir gar nicht anschalten. Kann das sein? Doch. Können wir. Ist die PZB jetzt an? Ja, 85 leuchtet. Dann können wir den Tempomaten auf 90 setzen. Genau. Ja, so. Ich glaube, ansonsten können wir hier da nicht groß was ändern, aber das passt soweit. Dann Türen sind verriegelt. Den stellen wir noch auf hoch. Instrumentenbeleuchtung hoch und Instrumentenbeleuchtung hätte ich auch gerne an. Zuglichter bleiben jetzt mal aus. Ja, ansonsten wären wir soweit abfahrbereit, so wie ich das sehe. Dann machen wir es auch. Vielleicht nehmen wir die Instrumentenbeleuchtung ein bisschen runter. Und auf geht's. Dann bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Wir fahren jetzt über Fraßtanz. So, wir dürfen uns befreien, weil wir mit 60 ausfahren dürfen. Ach, wunderschön. Die Kulisse hier. So, auf 60 stellen wir uns mal das hier ein. Oh, das sieht aber auch hübsch aus, oder? Mit Licht. Ohne Licht, beziehungsweise mit der Fahrplanleuchte. So, funktioniert das jetzt mit der AFB? Nö. Wir fahren ja immer noch, wir fahren so schnell. Warum denn? Also irgendwas habe ich da noch nicht ganz verstanden anscheinend. Aber wir dürfen 110 fahren. Ganz kurz mal, wenn wir hier mal auf Fernlichter gehen, ja, dann sehen wir ein bisschen mehr im Tunnel. Achso, in Österreich muss man ja, glaube ich, sowieso mit Fernlicht fahren, ne? Und ab hier dürfen wir jetzt 140 fahren.
Ich muss einmal ganz kurz hier in den Fotomodus gehen. Das sieht ja einfach sehr hübsch aus hier gerade mit der Sonnenuntergangsbeleuchtung. Hier vielleicht so. Auch hier, ne, ich habe es schon mal gezeigt, wie ich das ganz gerne mache. Die Schärfentiefe runter, dann den Fokuspunkt setzen. Das Sichtfeld ein wenig niedriger stellen, sodass man also ranzoomt und jetzt gucken, wo der Fokuspunkt ist. So, genau. Jetzt haben wir hier vorne praktisch den Bereich scharf. Rotation, wer es mag. Ja, machen wir es ein bisschen so ganz dezent. Dann stellen wir hier einmal auf das Auge um. Belichtung ein bisschen runter. Sättigung minimal hoch. Vignette ein bisschen hoch. Und die Helligkeit. Oh, können wir ein bisschen hochstellen. So, und machen wir mal einen Screenshot. Moment, ich hänge irgendwie fest im Berg. So. So. Also ist schon cool, oder? Der Fotomodus. Ich habe da richtig Spaß dran. Ja, sind noch ein paar schöne Fotos. So, 140 sind erreicht. Ist auch vor Max des Zuges übrigens. Hier müssen wir ja nicht anhalten, sondern einfach nur über diesen Punkt fahren. Genau. Am nächsten Bahnhof gibt es ein Diorama mit einer Szene aus dem Film. Verlangsamen Sie also bei der Durchfahrt, damit die Kunden das vollständige Erlebnis bekommen. Okay, dann fahren wir jetzt mal ein bisschen langsamer. Okay, das ist erst in 3,6 Kilometern. Fahren Sie mit 40 km/h am nächsten Bahnhof vorbei. Okay. Kriegen wir soweit hin. Aber bis dahin können wir noch ein bisschen beschleunigen. Sind ja noch über 3 Kilometer. Ach, guckt euch mal dieses wunderbare Alpenpanorama an. Ganz ehrlich, das hat DTG richtig gut gemacht. Also wenn man das jetzt mal vergleicht mit Arosa oder Luzern-Sursee, das ist schon echt ein großer Unterschied. So, ups, wir sind zu schnell. Schön übrigens mit diesen Abspannmasten. Zickzack-Oberleitung. So, einen Kilometer haben wir noch, deshalb verlangsamen wir jetzt mal. Da vorne ist das auch schon. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, was uns hier erwartet. Hier so ein GSMR-Mast, denke ich, ne? Da kommt noch eine 185 mit Güterwagen vorbei. Doppeltraktion. Aha. Hört das auch, ne? Hoffe ich.
cool. Machen wir gerade über unsere Lautsprecher einen Zug. Oh mein Gott. Oh, ich muss kurz. Das muss ich ganz kurz. Entschuldigt, dass ich den Moment ein bisschen kaputt mache dadurch, aber das muss ich fotografieren. Wo ist unser Zug da? Die Kühe mit der Pylone da auf dem Kopf. Wie cool ist das denn? Also das muss irgendwie in irgendeiner Form als Thumbnail, glaube ich, der Herr, die hier das Kuh, Elefant und Ziegel hier eine Pylone auf dem Kopf haben. Wild. Richtig wild. So. Haben wir noch irgendwas Witziges hier, bevor ich dann nochmal stoppe? Oh ja, die Person, die hier im Wagen drin steht, auch sehr gut. Noch mehr Tiere. Und, oh mein Gott. Das ist ja mal richtig witzig. Das ist ja mal richtig witzig. Okay. Verrückt. Das klingt aber so ein bisschen wie die TSW4-Titelmelodie, ne? Extreme Bremserfahrung bereit machen zum Beschleunigen. Okay, ja, wir beschleunigen ja schon. Ich fahre ja schon 140. Müsste das aber nicht eher heißen, bereit machen zum Bremsen? Okay. Das heißt also, wir werden Vollstoff geben und Führerbremsventil und Kombihebel einmal. Oder hier auf Not aus. Ah, aber ganz ehrlich, guckt euch mal dieses Bild hier an. Ach, ist das nicht schön. So schön. Wirklich richtig gut gemacht. Da freu ich mich schon glatt auf die nächste österreichische Strecke. Oh, wir haben da... Einmal die Trennstelle. So, und was jetzt? Sollen wir bremsen? Erreicht die Geschwindigkeit? Okay, ja, gut. Das passt. Haben wir? Bereit? Bereiten Sie sich darauf vor, die Notbremse zu betätigen. Notbremse? Wo ist die Notbremse? Ich denke mal, das ist halt einfach der Hebel hier komplett nach hinten gezogen, oder? Oder ist das ein Notaus hier?
Und jetzt legen Sie die Notbremse ein. Ach so, da. Ah, das war tatsächlich die Notbremse. Stellen Sie die Kombihebel auf 0. Stellen Sie sicher, dass der Notfallschalter nicht gedrückt ist. So. Stellen Sie den... Wie cool. Stellen Sie den Stromabnehmer auf Heben. Ist der... Oh, der ist unten tatsächlich gehoben. Stromabnehmer hebt sich. Hauptschalter schließen. Und dann sind wir soweit. Fahrbereit, Fahrtrichtungswender ist noch in Vorwärtsstellung. Ja, dann haben wir jetzt auch mal erlebt, was wir hier bei, wie wir eine Notbremse machen und wie wir, aus der wir auch wieder rauskommen. So, jetzt müssen wir hier wieder über einen Ort fahren. Das heißt also einfach jetzt erstmal hoch mit der Geschwindigkeit. Wir können wieder auf unsere 140 hoch. Auch interessant, dieser Bereich hier. Oder einfach mal so gerodet. So eine Schneise durch. Schnell. So, stellt sich die Frage, was kommt jetzt? Dass wir keine Zwangse bekommen. So. Und gleich gelten 60. Ja, PZB blinkt. Und dann sind wir gleich auch schon in Blue Dance. So, halt zu erwarten. Daher befreien wir uns jetzt nicht. Sondern bestätigen das. Und im Blue Dance endet schon unsere kleine Hollywood-Fahrt hier. Genau, hier ist Blue Dance. Uns ist leider kein Vectron entgegengekommen. So.
Genau, danach muss man noch den Zug abrüsten und abstellen. Ja, Uhrzeit passt. Im Previous Stream war die falsche Uhrzeit, aber das ist gefixt. Türen machen wir noch auf, damit unsere Fahrgäste raus können. Genau, und dann verabschiede ich mich von euch hier aus Österreich, von der Vorarlbergbahn, vom Talent 1, von diesem etwas anderen Szenario, das aber auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht hat. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Macht es gut, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.